Ahrens, wir wollen KfW 70 machen oder uns wurde es geraten. Macht das Sinn oder ist es sinnlos? Gibt es da überhaupt Fördermittel für? Und wenn ja, wie viele? Und was kann ich denn da überhaupt so tun und machen? Und was sind die Anforderungen daran an eine Sanierung eines Einfamilienhauses, eines Mehrfamilienhauses, genauso eines Nichtwohngebäudekomplexes, gleiches Spiel. Das und noch ein bisschen mehr gibt es in diesem Video. Mein Name ist Luca Ahrens, ich bin Geschäftsführer und Gründer der ARK Energie. Oder doch. Wir sind im Bauphysikbüro. Das heißt, wir kommen zum Schallschutz, Wärmeschutz, Brandschutzplanung, Neubauten, Sanierungen, Denkmäler, Wohn- und Nichtwohngebäude deutschlandweit. Mit meinem rund 30-köpfigen Team machen wir diese Planung inklusive DGNB, Nachhaltigkeitsförderung und Fördermittel etc., was da dazugehört. Deswegen kann ich Ihnen sehr, sehr gut sagen, aus mehreren hundert Projekten Erfahrung, ob KfW 70 Sinn macht, auch für Sie, obwohl ich Ihr Projekt gar nicht kenne, weil Sie werden wahrscheinlich gleich Ihr Objekt in meinen Worten wiedererkennen. Also, KfW 70, grundsätzlich, was ist KfW 70 überhaupt? Wir müssen uns überlegen, der Gesetzgeber hat regelmäßig Novellierungen preisgegeben von der Wärmeschutzverordnung oder ich will nicht auf den Fachterminus eingehen, sondern mehr auf den Inhalt. Also bedeutet, Anforderungen an die energetische Qualität eines Gebäudes im Neubau, aber auch bei gewissen Sanierungsgrundlagen. Die wurden immer wieder verschärft. So pauschal kann man sagen, 77, Paragraph 80, Paragraph 90, 2002. Dann 2014, also 2009 gab es eine Größe, 2014, dann 2016, dann 2022, 2023. So. Diese KfW-Anforderungsniveaus muss man sich vorstellen. KfW 100 ist ein Neubau aus 2014, also der mindestenergetische Standard aus 2014, also heute 2023, also 9 Jahre her. Bedeutet KfW 100 ist die Neubauqualität von einem Haus, was 9 Jahre alt ist. Und 2016 wurde das verschärft, minus 25%, aber die Bezeichnung ist gleich geblieben, sodass quasi heißt KfW 75, auch wenn es das Wort, diese Bezeichnung eigentlich nicht gibt, aber vom Verständnis her, war jetzt ja ein Neubaustandard. Das heißt, ein KfW 70 Haus ist im Endeffekt immer noch 5%, jetzt nicht ganz Mathematiker, bitte nehmt mir das nicht krumm, besser als ein Haus aus 2016. Wir sind jetzt 2023. 2023 ist der Neubaustandard KfW 55. Also nochmal 20% besser zu KfW 100, also von 2014 nochmal 20% besser. Ist ein 55er Haus zu 70 und 2030 ist KfW 40, also 60% besser als ein Haus von 2014. Einfach so von der groben Dimensionierung her, dass man so einen Einblick hat, so Daumenwerte. Bedeutet, eine Sanierung Richtung KfW 70 bedeutet, ich habe es zwar saniert, aber es ist immer noch ein Altbau, heute gesehen als Neubau, weil ich mein Neubau ist immer noch 20% besser. Und Achtung, 2030 reden wir 70 zu 40. Also da reden wir fast, also gefühlt über das doppelte Volumen an Energieverlust. Jetzt heißt, saniere ich ein Objekt auf KfW 70 und war vorher vielleicht ein Worst Performing Building, also ein energetisch sehr schlechtes Objekt, ja, dann ist mein Gebäude wirklich viel, viel besser, als dass es vorher mal war. Trotzdem habe ich ein Altbau nicht in die Neuzeit gebracht, sondern immer noch in den Altbau. In einen neuen Altbau, aber immer noch in einen Altbau, energetisch gesehen. Und das muss man sich bewusst sein. Manchmal macht es wirtschaftlich keinen Sinn, bei einer Sanierung höher zu gehen als 70. Aber 70 sollte bei einer Sanierung wirklich, wirklich, außer beim Denkmal, der Mindeststandard sein, den sie erreichen sollten. Bedeutet, mit 70 bin ich gerade noch so in dem Bereich so, ja, ich gehöre zu einem nicht so viel Energie verbrauchenden Haus. Was muss ich tun, um KfW 70 zu sanieren? Egal ob Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Wohnblock oder Bürokomplex oder Halle.
Roundabout reden wir hier über 12, 14 cm Dämmung, normale dunkles Styropor, oder wenn wir den Mineral wollen, nehmen dann 2 cm dicker. Wir reden über, dass wir ungefähr einen 24 cm Sparren brauchen, voll ausgedämmt. Haben wir zum Beispiel jetzt einen 16er Sparren im Bestand, dann würde man den voll ausdämmen und würde da zum Beispiel noch eine 8er, wahrscheinlich würde auch eine 6er, vielleicht sogar eine 4er, eher eine 6er mindestens ausreichen, dann Holzreichfaserplatte obendrauf nochmal, die auch für zum Beispiel den Wärmeschutz was bringen würde. Fenster, bitte nehmt keine Zweifachverglasung. Die Mehrkosten sind nicht wirklich hoch, der Mehrwert ist wirklich hoch. Einfach nur zu einer Größenordnung, Wert 1,3 zu 0,8. Klingt jetzt beides nach kleinen Zahlen. Jetzt schauen wir uns mal prozentual den Unterschied an. 0,8 plus 50% wären 1,2. Also immer noch besser als unser normales Dreifachverglasungsfenster mit 1,3. Sagen wir einfach, wir sind bei über 50%. Verliert ein Zweifachverglasfenster mehr Energie als ein Dreifachverglasfenster. Also ja, es macht Sinn, die Oberflächentemperatur ist höher, ich befinde mich behaglicher vor diesem Element. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Mitteldichtung hat, ist dann noch höher, obwohl es mehr am Rahmen liegt und es dadurch auch dichter. Also nimmt eine Dreifachverglasung. Bodenplatte, reden wir von einer 10er XPS, druckfesten Perimeterdämmung unter der Bodenplatte und eine ordentliche Hauseingangstür, da ist der Wert tatsächlich gar nicht so wichtig. Also prinzipiell gar nicht so hohe Anforderungen. In der Sanierung können wir natürlich keine Dämmung unter der Bodenplatte machen, dann müssen wir in der Regel die Kellerdecke dämmen oder Dämmung auf die Bodenplatte anbringen. Kellerdeckendämmung ist jetzt hier in der Regel so 10 cm Dämmung. Wenn wir auf der Bodenplatte dämmen, nehmen wir meistens eher eine Pier-Dämmung oder eine Pur-Dämmung. Mit einer Alukaschierung auf eine dampfdiffusionshemmenden Schicht. Das würde jetzt hier zu lang gehen, zu weit gehen, das zu erklären. Falls euch das interessiert, wie so ein Aufbau wirklich sein sollte, packt es gerne in die Kommentare. Generell, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt zu Videos, was man noch erwähnen sollte, packt es immer gerne in die Kommentare, dann kann ich die sehen. Und wir, wenn ihr dem YouTube-Kanal regelmäßig folgt, seht ihr, ich reagiere darauf. Also, weiter. Wir haben jetzt diese Planung und können damit weiterarbeiten. Wir haben quasi unsere Fassadendämmung, wir haben unsere Fenster, wir haben unser Dach. Dachflächenfenster, normale Dreifachverglasfenster, U-Wert 1,1, die Standard reichen hier voll und ganz aus. Und wir haben auf der Bodenplatte eine Pierdämmung, Purdämmung, roundabout 6-8 cm, Alukaschierung oben drauf, Fußboden-Drittschalldämmung drauf und dann dünnes Strichsystem in der Regel. Wenn wir mit der Aufbau nicht so hoch können, dann müssen wir meistens schauen, dass wir dünner kommen. Bedeutet, wir hatten vorher einen Aufbau vielleicht von 3 cm Trittschalldämmung, mehr gab es halt nicht, und dann 5 cm Estrich. Bedeutet, jetzt mit Fußbodenheizung, Trittschalldämmung, da würde ich höher kommen. Jetzt will ich in der gleichen Höhe bleiben. Haben wir tatsächlich aktuell mein erstes Bauvorhaben, wo wir eine Vakuumdämmung wahrscheinlich jetzt wirklich verbauen werden. Mit 2 cm Dicke. Oft verplant, fast nie realisiert, also nie realisiert bisher, weil einfach die Kosten so hoch sind. Ungefähr Kostendifferenz, ich sag mal so 20 Euro den Quadratmeter zu 600 Euro den Quadrat. Also Kaufpreis sagen wir mal 300, also sagen wir mal über Faktor 100 teurer, deswegen schon ein Argument, aber ich kann mit einem Zentimeter schon sehr weit, mit 2 cm erreiche ich schon einen U-Wert von ungefähr 0,2, 0,25, irgendwie sowas. Daumenwert müsste es hinhauen. Das heißt, ich bin da sehr, sehr gut drin. Aber in der Regel verbauen wir eine Pier-Pur-Platte. Hier kommen wir auf Quadratmeterpreise von 30 Euro den Quadrat, 40 Euro den Quadrat, vielleicht je nachdem nach Dicke, plus Verbauen natürlich. Das heißt, mit diesen Maßnahmen komme ich dahin. Ich muss mir noch so einen Kellerabgang noch angucken, dass ich da die Wände noch dämme. Dort kann ich in der Regel auch dünner dämmen. Hier nehme ich vielleicht auch eine Außen, weil ich auch außen dünner dämmen möchte, hier eine Resol-Dämmplatte oder von Calustat. Wobei Calustat auch ein gutes Stück teurer ist als eine Resol-Dämmplatte. Resol-Dämmplatte ist Erdöl, erdbasiert brennend. Calustat ist nicht brennend, der Dämmstoff. Ökologischer kann ich auch bei Gebäudeklasse 5, also dort verwenden, wo ich keine brennenden Baustoffe verwenden darf und kann das so ein bisschen kombinieren. Aber grundsätzlich komme ich damit auf KfW 70 hin.
Der Sprung jetzt auf 55 ist in der Regel gar nicht so viel. Natürlich fehlt mir jetzt noch die Anlagentechnik, auf die gehe ich gleich noch ein, aber der Sprung jetzt auf 55 sind meistens eher Details. Dass so früher wieder zugerufen werden können, desto eher können wir diese Details beeinflussen und dadurch unser Gebäude schon generell auf KfW-70 bringen durch geringfügige Mehrmaßnahmen. Von der Illusion, wir möchten unser Gebäude auf KfW-40 sanieren, möchte ich euch wirklich nehmen. Habt ihr einen Altbau verwinkelt, Bestandswände auf Bodenplatte, wir machen, wollen wirklich nur energetisch sanieren und nicht Tabula Rasa machen, ist KfW-40 zu sanieren wirklich teuer. Ja, haben wir schon gemacht, ja, haben aktuell Bauformen in der Sanierung in 40. Ich selber realisiere gerade ein Objekt in der Sanierung KfW-40, aber geht nicht mit der Erwartung an, ich will es auf jeden Fall haben. Und dann wundert ihr euch, dass die Kosten dafür schon sehr hoch sind. Wir stellen immer die Variante, was muss ich für 70, was mache ich für 55, was muss ich für 40 tun. Die meisten Kunden entscheiden sich halt für die 55er Version, weil der Kosten-Nutzen-Faktor hier einfach im Abstand am größten ist. So, gehe ich noch kurz auf das Thema Heizung ein. Heizung brauche ich aktuell, um diese EE-Klasse auch einhalten zu können, also neue Energienklasse, brauche ich eigentlich entweder eine Fernwärme, die die Qualifikation hat, also ein Zertifikat hat, oder ich brauche im Prinzip eine Wärmepumpe. Ob es ein Luftwasser ist, eine Solewasser oder eine Abluftwärmepumpe oder dergleichen, ist eigentlich erstmal egal. Das Produkt muss gut sein, gegebenenfalls muss man das mit einer Lüftungsanlage und oder einer PV-Anlage kombinieren. Für die E-Klasse brauche ich wieder die Lüftungsanlage. Da ist sie quasi in der Sanierung wieder zwingend verpflichtend drin. Beim Neubau ist die Lüftungsanlage nicht zwingend verpflichtend drin. Nein, ich muss die 1946 Teil 6 nicht anhalten. Sie ist keine anerkannte Regeltechnik. Sie ist keine baurechtlich eingeführte Norm. Ich brauche keine Lüftungsanlage in meinem Gebäude. Ich habe bei mir privat eine verbaut. Ich würde bei jedem Objekt eine verbauen. Aber ich brauche sie normativ nicht. Und ich komme auch mit einem Gebäude ohne Lüftungsanlage klar. Ich habe nur keinen Bock, mich selber darum zu kümmern, die Fenster aufzumachen. Und ich will nicht, dass du hoffen, dass meine Mieter das tun. Deswegen verbaue ich diese Sachen, weil wenn es dann schimmelt oder die dann nicht lüften, ist mir das egal. Also nicht, wenn es schimmelt, aber es wird nicht schimmeln, solange die Anlage läuft. Und dann funktioniert die ganze Sache. Aber ich kann auch Gebäude bauen, heute auch KfW-40 Neubau, ohne Lüftungsanlage. Das muss man einfach mal klarstellen. Das darf man und geht. Aber ein bisschen abgekommen vom Thema. Aber im Prinzip wissen wir jetzt, KfW-70, ja, es macht Sinn in der Sanierung. Wir kriegen Zuschüsse. Wie hoch sind diese Zuschüsse? Die Zuschüsse liegen bei 15% plus, wenn ich ein sehr altes Gebäude habe, also ein Worst Performing Building, plus 10%, bin also bei 25%. Bei KfW-55 wären es 5% mehr, dann wäre ich bei 30%. KfW-40 in der Sanierung wären weitere 5% mehr. Wäre ich KfW-85, dann wäre ich nur bei 10% Tilgungszuschuss. Achtung, Tilgungszuschuss bedeutet, ich muss einen Kredit zwingend aufnehmen, maximal 150.000 Euro pro Wohneinheit. Wenn ich EE-Klasse einhalte, maximal 120.000 pro Wohneinheit, aber dann nochmal 5% weniger Zuschuss als die E-Klasse von den Prozentsätzen, die ich gerade eben gesagt habe, wenn ich halt keine E-Klasse einhalte. Das bedeutet, KfW-85 normal wäre nur 5% Zuschuss, Tilgungszuschuss, also vom Kredit erlassen nach Fertigstellung einem Jahr. Sie wissen sich, wow, aber 5% ist ja gar nichts, auch 20% ist eigentlich gar nicht so viel, ich bekomme bei der BAFA ja auch 20%. Ja, bekommt ihr. Aber nur den Zuschuss, nicht den Kredit und nur 60.000 Euro pro Wohnung, die ich finanziell ansetzen darf. Das heißt, habe ich ein Einfamilienhaus, gebe ich 150.000 Euro aus, darf ich bei der Einzelmaßnahme trotzdem nur 60.000 Euro ansetzen pro Jahr. Und bei mir fehlt sich ganz aus 150.000 Euro bei E-Klasse und 120.000 Euro, wenn ich die E-Klasse nicht einhalte. Bedeutet, wir reden alle schon mal über das Doppelte, bis diese anderthalbfache Menge an Volumen, die ich ansetzen kann, mal den Prozentsatz, also mehr. Dann habe ich den Vorteil noch, ich habe einen Zinsvorteil, weil dieser Zinssatz sehr günstig ist. Der startet bei 0,01 derzeit und geht bei auf endfällig 10 Jahre oder 4 bis 10 Jahre auf 1,4 hoch.
21 bis 30 Jahre liegt die aktuell bei 1,28. Wie gesagt, die Zinsen können sich alle ändern. Dafür gibt einfach bei Google KfW 261 ein. Enter. In der Regel erster Link. Werbung von KfW selber. Klickt ihr auf 261 drauf. Bumm, seid ihr auf der Seite. Klickt ihr runter auf Konditionen. Könnt ihr aufblättern. Seht ihr, was, wann, wie viel teuer ist und welche Förderung es gibt. Aber ja, das macht Sinn. Macht man Gebäude energetisch zu sanieren auf diesen Standard KfW 70 Sinn? Ja, auf jeden Fall. Es ist immer besser, als dieses Objekt alt zu lassen. Am besten macht es aber so, dass ihr schaut, welche Maßnahmen mache ich denn jetzt vielleicht nicht so stark, auf die ich aber aufbauen kann in den nächsten Jahren noch, um mein Gebäude nochmal zu verbessern. Oder ihr schaut, ist es vielleicht nicht wirtschaftlich, doch direkt auf 55 zu gehen. Das muss man dann sich im Detail ansehen. Wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, kriegt ihr das von Anfang an, die Varianten gegenübergestellt und wir schauen, was halt für ihr Bauvorhaben das wirklich Wichtige und Wirtschaftliche ist und stellen das dann vor. Aber ich sehe einfach zu häufig, dass Leute nur 85 ohne EE beantragt haben, dann der Energieberater flöten gegangen ist, weil er sich nicht mehr meldet oder sagt, er schafft es nicht mehr oder irgendwas. Ich mir die Sachen anschaue und sage, okay, wow, ihr habt eigentlich zwei Wohneinheiten, warum habt ihr nur eine beantragt? Und wir sind eigentlich 55, weil ihr hier plant, oder 70 und nicht 85. Ihr habt hier irgendwie gerade bei einem Einfamilienhaus, können wir mal schauen, 120.000 Euro mit 5%. Also reden wir hier über 6.000 Euro. Bleiben wir bei 55 EE mit Worst Performing Building, also einfach mal so ein größter Sprung. Reden wir also über 30% von 150.000 Euro, also 45.000 Euro Zuschuss. 6.000 zu 45, also reden wir über 39.000 Euro Differenz. Und ganz ehrlich, für 39.000 Euro kann ich wirklich viel sanieren in meinem Gebäude, um nachher bei den gleichen finalen Endkosten zu bleiben, aber ein viel besseres Haus zu haben. Ich habe oft irgendwelche Investitionskosten, mehr Investitionen von 85 auf 55 von ein paar tausend Euro oder sogar weniger bei 0 oder Minus, weil ich hier die Förderung ja noch bekomme. Vor allem, wenn ich mehr Wohneinheiten habe, 2, 3, 4. Da muss man immer drauf achten und sich das anschauen. Deswegen mein Rat einfach, schaut euch das an, macht das wirklich Sinn? Kann sein, muss aber nicht. Habt einen guten Energieberater, der euch das gegenseitig aufspielt, es anschaut, um so eine Lösung finden zu können, genau halt für Ihr Bauvorhaben, für Ihre Darstellung, für Ihr Budget und die Möglichkeiten Ihres Gebäudes. Und wenn wir das direkt von Anfang an machen sollen, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei uns unter dem Video auf mehr klicken, da auf den Link mit Anfrage drücken, dort landet ihr dann in einem kleinen Fragebogen, könnt direkt ein paar Daten eintragen, landet bei uns im CRM und wir melden uns direkt bei Ihnen. Und dann landen wir wahrscheinlich demnächst im Call oder Sie sehen mich im nächsten Video. Bis dahin, Ihr Luca Ahrens.